Der Schermbecker Frauenchor Bella Musica organisierte am vergangenen Sonntag ein Herbstkonzert der Extraklasse. Das Begegnungszentrum des Rathauses war bis auf den letzten Platz gefüllt und es erwartete die Zuschauer ein buntes Programm, wie uns Birgit Strock, die erste Vorsitzende, und Petronella Freitag, die zweite Vorsitzende des Vereins, erzählten. Heute gibt es von uns Musical, Evergreen und Schlager. Außerdem haben wir eine Solistin, die auch aus dem Bereich Musical kommt, die sowohl Musical, Rock, Schlager, ja, die ist am Theater, hat eine eigene Band und zwei Gitarristen, die ja auch schon lange ein bisschen Blues und Evergreens singen und für Stimmung auch mitsorgen. Die Songauswahl war gut gelungen und der Frauenchor präsentierte die Titel frisch und mit Esprit. Als Gäste mit dabei waren Anja und Lutz Günther. Ein weiterer Gastakt bestand aus Franz Jören und Kaas Kaipers. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nach der Pause legte der Frauenchor Bella Musica mit Musik von Udo Jürgens nach. Wie sah eigentlich die Vorbereitung auf das großartige Konzert aus? Oh, wir haben das ganze Jahr schon dran gearbeitet, sind dann aber ein ganzes Wochenende nach Holland gefahren und haben da richtig ein Chorseminar gemacht und da unsere neue Lieder einstudiert. Und hin und wieder haben wir schon bei Auftreten eine kleine Postprobe gegeben. Und sehr, sehr viele Zusatzproben hatten wir schon. In den letzten Wochen haben wir immer im Durchschnitt eine Stunde mehr geprobt, kann man so sagen. Das hört sich nach richtig viel Aufwand an, welcher sich voll und ganz gelohnt hat. Grundsätzlich liegt eine Schwierigkeit beim Chorgesang an der perfekten Umsetzung verschiedener Stimmlagen. Wir haben vier unterschiedliche Stimme, Sopran, Sopran 1, Alt 1 und Alt 2 und singen auch immer vierstimmig. Es passte einfach alles und Bella Musica bescherte dem Publikum ein Konzert mit etlichen Gänsehautmomenten. Es machte einfach Spaß zuzuschauen und vielleicht wurde bei der ein oder anderen Zuschauerin auch die Lust auf Singen geweckt.